Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des HMKW-Podcasts. Mir zugeschaltet Frau Dr. Sabine Schiffer und im Gespräch mit mir über ihr neues Buch. Frau Schiffer, in der ersten Folge haben wir bereits festgehalten, dass sich Ihr Buch an Medienschaffende und Mediennutzende richtet. Meine Frage in dem Zusammenhang ist, wenn wir über Medienkritik und Medienanalyse sprechen, vor allen Dingen folgende. In Gesprächen im privaten Umfeld habe ich in letzter Zeit zunehmend festgestellt, unabhängig des Alters der Personen, mit denen ich gesprochen habe, dass ganz oft diese Kenntnisse fehlen. Also dass alleine auch schon über journalistische Darstellungsformen und die Trennung von tatsachenbetonten und meinungsbetonten Darstellungsformen einfach nicht vorliegen. Ist das auch ein Punkt, der besprochen wird? Und die nächste Frage, die da natürlich so ein bisschen dran anschließt, wessen Verantwortung ist die Vermittlung von Medienkompetenz und der Fähigkeit der Medienanalyse? Sollte das in der Bildung schon mit aufgenommen werden? Müssen Journalistinnen und Journalisten, Medienhäuser selber dafür sorgen, klarzustellen und transparent zu machen, wie sie arbeiten? Wie sollte das aussehen? Wo liegt da die Verantwortung? Das sind eigentlich zwei wichtige Akteure genannt. Also ich habe nichts gegen Medien, die jetzt da hinausziehen und medienpädagogische Projekte oder Angebote machen. Man muss natürlich schauen, ob es denn nicht eigene Werbung ist und ob es nicht zu unkritisch bestimmten Quellen gegenüber ist und anderen einfach dann zu kritisch. Da ist, könnte so eine Schieflage drin sein. Also ich finde, wir kommen um einen Punkt nicht drum herum. Wir brauchen eine Lehrplankommission dafür. Das muss wirklich bestimmt sein, was gehört hierhin, was gehört nicht hierhin. Wir brauchen evaluiertes didaktisches Material. Ich finde, wir sind an einem Punkt, wo wir ein Schulfach Medienbildung brauchen. Denn wir alle gehören zu einer Gesellschaft, die auf Reflexion von Meinungsbildungsprozessen angewiesen ist. Und wir überlassen es oft dem Engagement der Lehrkräfte. Also das ist ja so an einigen Stellen, in einigen Lehrplänen irgendwo bemerkt und verankert. Ja, im Deutschunterricht, in der Sozialkunde, genau. Ja, irgendwo genau. Mal eingestreut. Ja, genau. Und im Endeffekt, ich sage es jetzt mal ein bisschen arg plakativ, es gibt ja auch sehr engagierte Lehrkräfte, aber im Endeffekt bleibt es dann am Ende bei einem Vergleich zwischen Süddeutscher Zeitung und Bild-Zeitung stecken oder vielleicht nimmt man noch eine Internetseite dazu, irgend so einen abgedrehten Blog oder was. Das kann es nicht sein. Das sind dann so plakative Zuweisungen, die haben mit Medienbildung und Medienanalyse natürlich gar nichts zu tun. Das Buch oder mein Plädoyer richtet sich auch ganz stark an Lehrkräfte und Multiplikatoren in dem Bereich und eigentlich auch an Ministerien, Bildungsministerien, nämlich sich damit einmal zu befassen. Und zwar, das ist noch aus einem vorherigen Buch von mir, Bildung und Medien, was ich jetzt sage, falls jemand nachher den Beleg sucht. Wir müssen feststellen, dass wir teilweise sogar in der Kommission Digitale Chancen des Bundestages, in manchen Texten davon, befinden sich Werbetexte von Microsoft. Für bestimmte Software, für bestimmte Angebote, wie man angeblich erfolgreich Bildung und Medien mit neuen Medien und so weiter vermittelt. Und das sind alles Behauptungen, die niemals evaluiert wurden. Man kann sogar sagen, dass in bestimmten Kreisen, also es hängt sehr vom Bildungshintergrund der Familien ab, dass man mit dem Einsatz der digitalen Technik in der Bildung die Chancen erhöht beziehungsweise reduziert. Also die soziale Schere hier sogar aufzugehen droht. Und deswegen braucht es hier Konzepte, die sozusagen sachorientiert sind und die sich an der Entwicklung der Kinder orientieren, also Stichwort der Synapsenbildung und der Hirnentwicklung der Kinder, weil es nämlich in bestimmten Altersklassen gar nicht Sinn macht, reduzierte zweidimensionale Angebote zu machen, wo man eigentlich die Welt noch im dreidimensionalen erleben und darauf erfahren muss. Wollte ich auch genau zu sprechen kommen, alleine aus der persönlichen Erfahrung heraus, die Eltern nicht aufgewachsen als Digital Natives, sich selber verschiedene Medieninhalte beigebracht oder durch das Rezipieren verschiedener Angebote und durch natürlich die soziokulturellen Hintergründe ein bisschen verortet und dazu in der Lage, den Kindern unter Umständen da ein bisschen was beizubringen. Die Kinder aber aufgewachsen als Digital Natives, umgehen, lernen von klein auf irgendwie mit den Medien, aber in der Schule eben nicht beigebracht bekommen. Also irgendwie diese Diskrepanz, offensichtlich beschäftigen wir uns alle täglich mit Medien und gehen damit um, aber auf welcher Grundlage? Und genau das war dann eben mein Gedanke.
Ja, jetzt muss ich diesen Begriff Digital Native noch mal ein bisschen ausleuchten. Gerne, das ist nämlich ein gut, das ist aus meiner Sicht ein Spin aus der IT-Branche. Also wer damals diese Diskurse, das teilweise läuft das seit 20 Jahren und länger, diese Diskurse beobachtet hatte, konnte man sehr gut sehen, dass man immer wieder, gerade wenn es um Games und die Games-Community ging, zu sagen, ja, ihr seid ja Digital Natives, ihr habt die Ahnung, ihr wisst dann, ihr seid damit aufgewachsen und die Alten, die kennen sich damit nicht aus und so ungefähr auf die braucht ihr nicht mehr hören. Mhm. Das ist natürlich ein dummer Ansatz, aber im Interesse einer Industrie, die den Konsum fördern will, und zwar den unkritischen Konsum. Was wir hier brauchen, ist natürlich die Integration. Die Integration der Erfahrung der Älteren, die da vielleicht von außen drauf ausgucken, die auch kein Problem damit haben zu sagen, ey, hör, hier die App, mach du mal, bedien mal und wir wollen jetzt mal eine Frame-Analyse da machen, was wir denn dahinter finden, ja. So, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Unbedarftheit, mit diesen Dingen, Techniken und Gerätschaften umzugehen, aber nicht unbedingt zu durchblicken, was man da eigentlich macht, wie man mit privaten Daten umgeht, wie man sich persönlich schützt, was es bedeutet, dass ich erst Nein sagen können muss, um bestimmte Dinge zu nutzen, damit ich nicht mich benutzen lasse am Endeffekt. Und hier braucht es eine Integration von diesem, ich sag mal, jugendlichen Leichtsinn im positiven Sinne, da mache ich mich mal ran, und dieser Vorbehalt oder auch vielleicht auch der mehr Erfahrung und Überblick von Älteren, die sich dann vielleicht in diesen Verästelungen des Gamings im Einzelnen beispielsweise nicht genug auskennen, aber durchaus nachher an der Rechnung zu Hause sehen, oha, da gibt es Abzockestrategien bei sogenannten Free-to-Play-Games und da muss ich mal genauer hingucken, wie das funktioniert, denn offensichtlich ist mein Kind Opfer davon und ich muss jetzt hier sozusagen dafür zahlen oder möglichst nicht dafür zahlen und die Kinder auch den Kindern beizubringen, das zu schützen. Also wie bringen wir das hier zusammen? Dafür sind die Technik, die Begriffe, die Spins, Digital Native und Silverlocks leider nicht geeignet. Wir merken das auch übrigens im Studium, dass da immer wieder, das merkt man in Formulierungen von Hausarbeiten, da steht ja, die sind ja noch nicht auf Instagram oder so. Als wäre das jetzt ein zivilisatorischer Fortschritt, sich auf Instagram zu bewegen. Also es gibt ja so viele Dinge. Ich muss mich ja entscheiden, was mache ich, wo möchte ich mich bewegen, woran nehme ich teil, was kann ich für mich nutzen und wo lasse ich mich nicht benutzen und ständig unterbrechen. Wie stelle ich mein Smartphone vielleicht auf schwarz-weiß und stelle die Pings ab, damit ich da nicht ständig unterbrochen werde, dass ich es beherrschte und nicht umgekehrt mich benutzen lasse. Und diese Dinge zusammenzuführen, das ist auch ein Anliegen in unserer Lehre natürlich, aber das ist mir auch ein Anliegen, gerade es für den Bildungsbereich weiterzugeben, diese Spaltung zwischen denen, die da die Technik und die nicht die Technik, das ist überhaupt nicht die relevante Unterscheidung, um hier in Sachen Medienanalyse und Medienbildung weiterzukommen. Ja, auch für Sie zu Hause, was natürlich dahinter steht, ist immer wieder die Frage, inwieweit Medienbotschaften und der Transport medialer Botschaften ein Einflusspotenzial haben auf unsere Einstellung über verschiedene Themen und Sachverhalte, auf unsere politische Meinungs- und Willensbildung. Und Sie haben jetzt schon ganz viele Begriffe auch angesprochen. Wir haben gesprochen über Priming, Framing, über Spins. Vielleicht machen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade dieses Thema noch einmal auf und sprechen überhaupt mal darüber. Kleiner Exkurs, menschliche Wahrnehmung. Was ist denn überhaupt Priming? Was ist denn Framing? Und was sind Stereotype und Narrative, die sich über unter anderem mediale Botschaften transportieren? Ja, also sozusagen gehen wir mal ins Buch hinein. Ja, tatsächlich, wenn wir ein Bild sehen, ein Plakat beispielsweise oder ein Bild, das einer Berichterstattung oben auf der Titelseite des Magazins beispielsweise prangt, dann ist das ein erster Reiz quasi, wenn wir es mal so nennen wollen, ein erster Reiz, der mich anspringt in einer gewissen Weise und relativ unkontrolliert. Also entweder interessiert mich das dann oder nicht. Und dann schaue ich vielleicht noch weiter ins Magazin und will es dann lesen oder will den Beitrag ganz hören und solche Dinge. Diesen ersten Reiz, diese erste Idee, die ich dann mit dem Thema verbinde, das ist quasi ein Framing, wenn man so will, ein visuelles Framing, Visual Framing, wo man eine erste Idee bekommt, zum Beispiel, wenn es um Bildung in einer bestimmten Bevölkerung oder überhaupt Bildung geht oder Bildungsprobleme geht und plötzlich ist ein Bild da, nehmen wir es mal ganz plakativ aus meiner Doktorarbeit, eine kopftuchtragende Frau. Dann ist plötzlich durch dieses Bild ist das Framing des Thema Bildungsprobleme, Sprachprobleme, solche Dinge, ist einer bestimmten Gruppe visuell zugewiesen worden. Hier mindestens der muslimischen Frauen, wenn nicht sogar sozusagen allgemein Muslimen durch das Bild.
Da mögt diese Frau, die da gezeigt werden, vielleicht auch betroffen von sein. Also sprich, es ist ein Fakt, es ist nicht falsch, aber es ist natürlich eine Verengung, den wir quasi als Rahmen, als Frame in, sollten wir den Beitrag nachher noch lesen, und es geht vielleicht um ganz andere Gruppen, in diese Sache mit hineinnehmen. Und das ist dann, was man Priming nennt. Also wir haben als Prime gesetzt einen ersten Anreiz, wobei das ist jetzt ein falsches Priming-Bild. Dieses Bild für als Prime für viele Themen, Kopftücher triggern heute das Thema Islamismus und das Thema Terrorismus teilweise. Mhm. Das ist der Prime, also sozusagen ja. Ein einmal gesetzter Frame, der immer wieder aktiviert wird, wenn man das Bild dann sieht. Vielleicht für unser Beispiel hier wäre es dann besser, das Thema jetzt in der Corona-Zeit aktuell Homeoffice, Homeschooling und wer kümmert sich um die Kinder? Da wird textuell sehr oft korrekt von Eltern gesprochen, aber visuell sind sehr oft nur die Mütter abgebildet. Und das ist dann oft ein Priming-Effekt, dass wenn man an dieses Thema Homeschooling denkt, dass man dann auch wirklich nur die Mütter vor Augen hat. Und man dann sehen kann, wenn es um das Thema Vereinbarung von Familie und Beruf geht und solche Dinge, sind sehr oft auch im politischen Diskurs dann eben nur die Mütter im Fokus. Und man betrachtet das nicht in seiner Gänze und deswegen sind die politischen Lösungen auch nicht in Gänze. Und das ist ein Beitrag, den dann im Grunde genommen das Medienframing oder die Medienschaffenden hiermit leisten, diese einmal gesetzten Rahmen der Wahrnehmung immer wieder zu transportieren und zu reproduzieren und damit ja auch zu bestätigen. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied zwischen Frame und Prime an dem Beispiel ein bisschen deutlich machen. In der Literatur muss man da ein bisschen mehr für lesen. Ja, doch. Doch, das Einordnen in verschiedene Deutungsrahmen und Interpretationsschemata und auf der anderen Seite eben dann der Effekt, der bei mir anspringt, wenn diese bestimmten Sachen genannt sind und vorkommen innerhalb der Berichterstattung. Ich frage mich natürlich und fühle mich auch oft so, vielleicht geht Ihnen zu Hause das auch so, mit der zunehmenden Informationsflut drohe ich beinahe manchmal unterzugehen und frage mich, wie kann ich denn da überhaupt noch über Wasser bleiben? Klar ist, dass in der Medienberichterstattung sich entschieden werden muss für verschiedene Begriffe und dass es eine hohe Dichte zu speziellen Themen gibt, die in der Berichterstattung auf der Agenda zirkulieren. Ich hätte es natürlich aber gerne einfach. Gibt es eine Framing-Tabelle? Woran kann ich mich orientieren? Wie schaffe ich das, Frames zu dechiffrieren? Oh, da haben Sie mir jetzt mal eine schöne Hausaufgabe gegeben. Ja, über eine Framing-Tabelle sollte man mal nachdenken. Zumal ich merke beispielsweise im Studium, dass das dann sehr oft so an dem Punkt positiv-negativ hängen bleibt. Das ist gar nicht die relevante Kategorie für Framing. Und es ist gar nicht so leicht, das zu vermitteln. Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, mein Idol in dem Bereich ist George Lakoff. Seine Schülerin Elisabeth Wehling ist ja inzwischen nach Deutschland zurückgekommen und auch versucht, ein bisschen Klarheit in diesem Bereich zu schaffen. Sich aber natürlich Nation ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Aber da steht dann oft das Ergebnis im Fokus und nicht so sehr, wie man zu der Framing-Analyse kommt. Und da gibt es natürlich die entsprechenden Fachautoren. Das ist dann schon wieder alles etwas komplizierter. Wir bräuchten sozusagen so eine leichtere Handhabung, dann dazu zu kommen, solche Frames zu entdecken. Man kann es natürlich, es ist immer wieder schon und es hat sich auch ziemlich weit rumgesprochen. Es gibt ja so ein paar drastische Beispiele aus dem beispielsweise sogenannten Flüchtlingskrise, also zu der Zeit, als die Flüchtlingskrise, die weltweite, auch bei uns mal sichtbar wurde. Dass dann, wenn von Fluten, Wellen und anderen Naturkatastrophen die Rede ist, dass sich so ein stereotypes Bild dann eben auf Flüchtlinge überträgt und natürlich auch der Unterschied, ob ich jemanden als Flüchtling oder als Geflüchteten oder sonst was bezeichne, macht natürlich auch etwas mit uns aus. Ich glaube, wir fangen tatsächlich so wie im Buch erstmal mit dem Wording an, uns klar zu machen, ich muss benennen und benennen wirft immer eine Perspektive auf einen Sachverhalt. Das gehört wirklich in die Schulbildung klassisch hinein, ist es ja auch oft drin, nur man überträgt es vielleicht nicht unbedingt auf alles. Und wenn ich von diesen Wording-Themen ausgehe, dann als nächstes mir die Struktur eines Textes anzuschauen, also die Anordnung,
Und zwar, das betrifft eben die Syntax im Text, die Satzreihenfolge ebenso wie die Schnittfolge in einer Reportage. Was wird zuerst dargeboten, was als nächstes? Wir nehmen nun mal alle Kausalität in bestimmten Reihenfolgen wahr. Das erste ist es die Ursache fürs zweite, mal so platt gesagt. Und aus diesen Konstruktionsprinzipien kann man ja schon einiges ablenken. Dann das nächste Schritt sind dann die Metaphern und Sprach und andere Bilder. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man das gelernt hat, so wie Lesen und Schreiben auch, Media Literacy im Englischen, Medien verstehen, durchschauen können, dann macht man das automatisch im Alltag eigentlich immer mit. Also ich weiß nicht, ob es anderen geht, die das wieder abschalten können, aber ich kann es nicht. Also braucht es parallel ist quasi immer mit dabei. Ja, braucht es parallel, solange das noch nicht so ist, dass jeder und jede auch die Schule besucht und Media Literacy erlernt, braucht es parallel eine institutionelle Reflexion über Medieninhalte. Ich denke an den Pressekodex und auch an Regeln für qualitativ journalistische Arbeit. Wie kann das denn institutionell aufgefangen werden und sozusagen auch reflektiert werden, unter Umständen auch gerügt werden? Wenn ich feststelle, eine hohe Dichte an Frames zum Beispiel würde dazu führen oder lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Thema Flüchtlingskrise negativ konnotiert wahrgenommen wird bei den Rezipienten und Rezipientinnen? Also es gibt ja verschiedenste Stellen, wo das unter Journalisten heiß diskutiert wird. Nennen Sie sie mir. Es gibt es gibt Stammtische tatsächlich, es gibt so runde Tische, es gibt natürlich teilweise in den Verbänden auf Tagungen auch leider, ich hoffe, in den Journalistenschulen. Also da sind wir beispielsweise mit unseren Anliegen immer noch nicht so angekommen, habe ich den Eindruck. Aber beispielsweise die Qualitätsinitiative, wo sich sehr viele journalistisch verbundene Organisationen dran beteiligen. Also sowohl Medienhäuser als auch die Journalistenverbände, als auch die Ombudsleute der Medien sind da stark engagiert. Da gibt's jetzt zum Beispiel eine Transparenzinitiative. Es gibt eine Initiative, die sich mit der Verarbeitung von Pressemitteilungen beschäftigt, um eventuell auch eine Ergänzung für den Pressekodex da vorzuschlagen. Also da wird eigentlich so an Qualität gearbeitet, aber es erreicht ja die breite Bevölkerung im Wesentlichen nicht. Und da findet zu wenig Beteiligung statt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind genau diese fehlenden Transparenz, dieses fehlende Medienwissen, was Sie eben schon genannt haben, verschiedene Genres, wie wird gearbeitet in den Abteilungen, in den Ressorts und wie kommen so Dinge dann in die Medien, welche fallen raus, all diese Prozesse, solange die so im Dunkeln bleiben, in dieser Blackbox entstehen halt Verschwörungsmythen, weil die Menschen oft sehr richtig beobachten, oh, da ist jetzt was Wichtiges gar nicht da, warum fehlt das? Aber sehr falsch daraus schließen, da steckt eine böse Absicht dahinter. Das ist ganz bewusst und hier sollen wir alle manipuliert werden und was weiß ich, wer da dahinter steckt, diesen drei den wünschen wir uns ja oft, dann wäre es schön leicht, ne? So ist es eben nicht. Und diese ganzen komplexen Vorgänge, was sind Nachrichtenagenturen, wie sind die Korrespondentenwege, wie kommt es dann zu Frame und Framing? Jetzt kommen wir nochmal auf die Qualitätsinitiativen im Journalismus zurück. Da würde ich sagen, herrscht leider zu wenig Bewusstsein für. Also ich erinnere mich da an eine Diskussion um eine Hart-aber-fair-Sendung, wo ein Frame gelegt wurde, also Flüchtlinge oder Migration und Kriminalität so ungefähr. Das war das Framing mit diesem pseudo-fragenden Titel. Ne? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen bla bla bla? Aber damit habe ich ja den Frame schon gesetzt. Bedient, ja. Und kann dann kaum mit der Berichterstattung das aufheben oder mit der Diskussion, die dann letztendlich bei Hart-aber-fair stattfindet. Und erschreckend war für mich der Tweet aus, ich bin jetzt schon verführt zu sagen, der Redaktion, aber das ist ja eigentlich eine Produktionsfirma. Das ist nämlich noch ein anderes Thema, das man mal kritisch beleuchten müsste, der öffentlich-rechtliche und die Beauftragung von Produktionsfirmen, der Moderatoren, die dann quasi außerhalb stehen. Also dort gab es einen Tweet, Framing, also sowas, das ist ja Quatsch, das sagt uns nichts. Wir wollen die Welt abbilden, wie sie ist. Und das ist von einer Naivität, das kann man kaum noch toppen. Da hat sich jemand noch nie über Zeichen, Semiotik, Sprache, Bilder und Framing-Prozessen in der Wahrnehmung beschäftigt, arbeitet aber im Medienbereich. Das finde ich extrem fahrlässig. Und da müssten wirklich auch die Journalistenschulen ran, sich mit diesen Dingen kritischer auseinanderzusetzen. Das findet an den Hochschulen meiner Beobachtung nach durchaus statt. Das müsste noch viel mehr in die Breite und darf natürlich auch noch in die, wie gesagt, Schulbildung.
Breite, also in die bildungspolitische Breite auf allen Ebenen, auch in der Erwachsenenbildung. Ein Thema, was da natürlich dann auch mitschwingt, gerade vor dem Hintergrund, dass Journalistinnen und Journalisten unter hohem Zeitdruck potenziell arbeiten, vor allen Dingen in den Nachrichtenmedien schnell Meldungen übernommen werden. Und da kommen wir dann auch auf das dritte große Kapitel sozusagen Ihres Buches zu sprechen, dass es mitunter auch immer wieder passiert, dass Journalistinnen und Journalisten Partikularinteresse, PR-Kommunikation übernehmen und eben mit transportieren innerhalb ihrer Botschaften. Also auch da Bewusstsein schaffen. Was ist denn PR? Und gibt es schlechte PR aus Sicht der PR-Fachleute und Verfrauen sicher nicht, wie Sie sagen? Ja, es ist also zunächst mal in diesem Kapitel, wo es um diese Vereinheitlichungstendenzen in den Medien geht, da werden ja verschiedene Aspekte beleuchtet, unter anderem die Agenturen, die Ausdünnung der Korrespondentennetze und so weiter. Aber ein wichtiger Faktor ist tatsächlich, und da kann auch die Forschung oder die PR selber das teilweise nicht schönreden. Es gibt graue PR, es gibt eben Strategien, dass man PR nicht erkennt als PR, als Public Relations. Interessensvertretung ist ja legitim. Das ist ja ganz okay. Nur wenn man es quasi zulässt, dass Institutionen, die mit einem bestimmten Konzept sehr reich geworden sind, dann viel Geld da hinein investieren in Lobbyismus und PR, damit alles so bleibt, wie es ist, so wie sie reich geworden sind, dann ist das immer ein sehr konservativer Ansatz und fordert nicht gerade so den Fortschritt in der Gesellschaft. Da hat sich ja die Organisation Lobby Control mit der Forderung nach dem Lobbybild ist da ganz gut. Ja. Genau. Und journalistische Institutionen praktisch parallel zu Lobby Control sehe ich eigentlich im Netzwerk Recherche, das damals von dem leider sehr früh verstorbenen Thomas Leif mitgegründet wurde. Das Netzwerk Recherche ja immer wieder solche Fälle auch aufdeckt, wo man eben versucht, über gut aufbereitete Presseverlautbarungen, teilweise vorproduzierte O-Töne und so weiter, zu versuchen, es dem Journalismus möglichst leicht zu machen. Und da ist ja eine gewisse Verführung drin, die natürlich darin auch begründet liegt oder sozusagen ihr Pendant gegenüber darin hat, dass man sagen kann, Journalismus ist immer schlechter finanziert. Also wir müssen mal überlegen, wie kann man eigentlich einen unabhängigen Journalismus nachhaltig finanzieren? Dazu habe ich ja auch noch ein Kapitel drin. Und dass man sehen kann, so auf der anderen Seite diese Zwänge, die dann entstehen, Dinge zu übernehmen, wo man vielleicht sogar weiß, dass sie aus einer Organisationskommunikation kommen, welche Organisation auch immer. Die ist auf der einen Seite gegeben und dann gibt es aber das unbewusste Übernehmen. Ich habe den Eindruck, dass viele Kollegen, deswegen finde ich wichtig in der Ausbildung, auch auf die PR-Seite zu gucken, dass viele journalistische Kollegen gar nicht PR-Strategien kennen und darum auch gar nicht erkennen. Zum Beispiel Guerilla-Marketing-Strategien, die wir vermehrt in der Politikkommunikation feststellen. Dazu gibt es im nächsten Beitrag von mir auf einer Tagung, das ist jetzt der Werbeblock, Achtung, Sprache und Politik heißt diese Arbeitsgemeinschaft an der Universität Trier. Und da werden wir eben im Rahmen des Bundestagswahlkampfs solche Dinge auch ausleuchten. Und es gibt eben tatsächlich Guerilla-Marketing-Strategien in der Politikkommunikation. Ja. Nicht nur bei der AfD, aber ganz stark dort auch. Das steht dort sogar ganz transparent in einem Strategiepapier von 2017. Und solche PR-Strategien sollte man erkennen können, um nicht über jedes Hölzchen und Stöckchen zu springen. Und dazu gehören zum Beispiel auch Vorab-Leaks von Studien. Also wir haben es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, auch relativ aktuell. Es ist gar nicht so von ungefähr, wenn man in einer Redaktion etwas vorab angeboten bekommt. Vielleicht von einer Studie, wo die Pressekonferenz zur Studie erst 2 Wochen später stattfindet. Das haben wir damals gesehen, als die Kinderkrebsstudie veröffentlicht wurde und wie die Süddeutsche Zeitung da instrumentalisiert wurde. Die Wissenschaftsredaktion, im Grunde genommen die Ergebnisse dieser brisanten Studie schon zu relativieren, bevor sie offiziell überhaupt verkündet war. Das ist PR und das muss man als solche erkennen. Dann kann man die Information trotzdem nehmen, aber die Bewertung wird eine andere. Ja.
Ja. Und diese Kompetenzen auf beiden Seiten, andere theoretische Modelle, ich denke da an das sperrige Wort Intereffikationshypothese. Ich habe es ja nun auch studiert im Bachelor Journalismus und Unternehmenskommunikation. Sie unterrichten in dem Fachbereich. Achtung, da geht der Werbeblock direkt weiter. Warum halten Sie das denn genau relevant, dass ein Studium wie das, was die HMKW zum Beispiel in diesem Bereich anbietet, diese beiden Seiten so abdeckt? Und inwiefern macht das Sinn, sich beide Seiten anzuschauen? Wir haben da jetzt gerade schon mal drüber gesprochen, aber inwieweit macht das vielleicht auch für die PR-Interessierten Sinn, sich mit der Seite des Journalismus zu beschäftigen und rauszufinden, was ist denn gute journalistische Arbeit und wie kann ich die vielleicht auch bedienen? Also wo ist da der Nutzen auf beiden Seiten? Ja, für die, die an strategischer Kommunikation PR interessiert sind, war es immer unablässig, sich über die Arbeitsweisen des Journalismus zu informieren. Nicht von ungefähr hat man oft gerne auch Journalisten in die PR übernommen, weil die ja sozusagen die Prozesse dort kannten, allerdings dann auch oft unterschätzt, dass es natürlich in der PR nochmal eigene Prozesse gibt, die man dann auch organisatorischer Art, die man dann berücksichtigen muss. Aber das war sozusagen immer unabdingbar. Da ist es wichtig zu wissen, dass es irgendwo eine Morgenkonferenz gibt, wann die ist, wenn ich ein Thema einbringen will, wann ich es möglichst früh schicke oder an welchem Wochentag am besten nicht. Und solche Dinge, sich da ein bisschen einzuschneiden, dass man nicht unbedingt eine Pressekonferenz freitags nachmittags macht, solche Scherze, ganz klar. Auf der anderen Seite scheint mir umgekehrt dieses Bewusstsein für die Mittel und Wege der strategischen Kommunikation, wie gesagt, nicht ganz so klar. Und ich finde es eine Gefahr, wenn man solche Studiengänge zusammenlegt, also Journalismus und Organisationskommunikation, weil es schwierig ist, bei den Studierenden die ganz klare Trennung auch zu vermitteln. Da legen wir, meine Kollegin in Frankfurt und ich, also sehr großen Wert darauf und diese Unterschiede, die Trennung da zu vermitteln. Und auf der anderen Seite aber habe ich auch damals schon in meiner Ausbildungszeit im Journalismus in Berlin die jungen Journalisten in eine PR-Abteilung geschickt, in einem Praktikum. Sie sollten entweder bei einem Ministerium in einer Pressestelle oder aber in einer Agentur ein Praktikum machen, um eben zu sehen, wie arbeitet die andere Seite und was kommt von der anderen Seite. Das ist ganz wichtig, Stichwort Transparenz. Und insofern kann ich das durchaus vertreten, dass diese beiden Dinge in einem Studiengang gebündelt werden. Aber man muss sehr viel Energie darauf verwenden, dass die Grenzen da nicht verwischen. Denn wir brauchen natürlich einen Journalismus für die Demokratie, wir brauchen auch strategische Kommunikation meinetwegen für die Demokratie, aber wir brauchen eben Bewusstsein dafür, was beides ist, hat sehr unterschiedliche Aufgaben in der Öffentlichkeit und den sozusagen Wahrhaftigkeits- oder Wahrheitsanspruch oder Aufklärungsanspruch im Sinne von vierter Gewalt, also als Kontrollinstanz im Staate, diese Aufgabe im Journalismus, die darf nicht verloren gehen, indem da sozusagen, wir wissen heute, dass auch große Unternehmen oder Stiftungen oder Verbände Einfluss nehmen. Ich glaube, in Deutschland der stärkste Verband ist der Bauernverband. Der ist nicht so auf dem Schirm von vielen, dass da mehr Bewusstsein für geschaffen wird, dass man sich hier nicht zum Sprachrohr macht für einzelne Interessen, ohne zur Kenntnis zu geben, was das für Interessen sind und was das dann gesamtgesellschaftlich auch für Auswirkungen haben könnte. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir sofort schon beim nächsten Thema und zwar der Quellenkritik und auch der Quellentransparenz, also der Offenlegung dessen, woher ich meine Informationen beziehe und vor welchem Hintergrund ich sie veröffentliche. Darüber möchte ich gerne sprechen in der dritten Folge unserer Staffel HMKW Podcasts und bedanke mich an der Stelle wieder fürs Zuhören, freue mich also auf die dritte und letzte Folge mit Ihnen zusammen.